Autoradio im Passat B7 haben wir ja schon bereits getauscht. Jetzt haben wir ein richtig cooles Multimedia-Gerät drin, das auch entsprechende Klangeinstellungen hat und der ganze Sound deswegen natürlich auch viel besser werden kann. Wir haben auch schon neue Lautsprecher samt Türdämmung reingemacht und auch ein Video drüber gemacht. Und jetzt zeigen wir euch den neuen Bassreflex-Reserverad-Subwoofer mit eingebauter Endstufe, also aktiv. Und das mit einem 25 cm Subwoofer und das unsichtbar. Da ist er jetzt, unser Reserverad-Subwoofer der Marke Option, der Drive 10 Bra. Und Bra ist Bassreflex aktiv. Das heißt, wir haben hier tatsächlich sogar nur einen Bassreflex-Port. Und ich schwöre euch, der macht richtig Bass im Keller unten. Der macht richtig Laune. Wir haben eine aktive Endstufe hier drinnen bereits integriert und brauchen uns nicht darum kümmern, wo wir die vielleicht noch platzieren, sondern es ist alles in einem. Und was liegt jetzt hier alles auf dem Tisch? Wir haben ein bisschen Einbaumaterial im Lieferumfang von unserem Drive 10 Bra mit dabei, mit einer Pegelfernbedienung, die man installieren kann, wenn man kein Nachrüstradio drin hat. Und wenn man kein Nachrüstradio drin hat, hat man ein Original VW-Radio drin. Und wir haben jetzt verschiedene Anbindungen. Das werden wir jetzt auch alles im Video versuchen, so gut wie möglich zu erklären, was es für verschiedene Varianten gibt. Wir haben jetzt bereits in unserem Passat B7 ein neues Nachrüstradio drin. Und ein Nachrüstradio hat Cinch-Ausgänge. Deswegen fahren wir in unserem Fall mit einem Cinch-Kabel vom Autoradio bis zum Subwoofer, um das Signal des Basses, also der Musik, rüberzubringen. Dazu haben wir dann auch eine Stromversorgung komplett mit dabei, unser Kabelkit V10 Vollkupfer. Da ist dann alles drin, was wir brauchen, das seht ihr dann gleich. Und wer sagt, ja, jetzt habe ich aber ein Originalradio drin. Wir haben hier das originale VW-Radio und das hat einen Quadlock-Anschluss hinten dran, serienmäßig der Stecker, der vom Fahrzeug kommt. Und wir haben jetzt die entsprechende Adaption hier drauf. Wir können den Stecker jetzt hier anstecken. So. Und hier würde jetzt der Fahrzeugstecker wieder drankommen. Das heißt, wir packen uns mit diesem Adapter nur zwischen rein. Und jetzt haben wir hier aber einen Abgriff für unser Signal. Das sind die vorderen zwei Kanäle, rechter und linker Kanal. Und wir haben auch den AAC.3 Molex im Sortiment. Und den könnt ihr jetzt einfach anstecken und habt einen Cinch-Ausgang, mit dem ihr mit dem Cinch-Kabel wiederum zum Subwoofer fahren könnt und auch zugleich die Vorbereitung für den Minus-Anschluss und den Plus-Anschluss. Also ihr braucht hier gar nichts mehr großartig zusammenquetschen, sondern nur zusammendrücken und haben jetzt schon einen funktionsfähigen AAC.3 High-Low-Adapter, der uns auch hier das Remote gleich erzeugt, um mit dem blauen Kabel und unseren Stromkabel nachher am Subwoofer alles anzuschließen. Oder ihr sagt, nein, ich möchte einen eingebauten High-Low-Converter, der hier in den Endstufen oft schon verbaut ist, nutzen und gar nicht erst mit einem AAC3 oder irgendwie sowas fahren, sondern gleich direkt. Wir lassen dann die zwei Stromanschlüsse weg, könnt ihr noch ein bisschen isolieren und auf die Seite packen. Wir nehmen den Ausgang und fahren direkt hier drauf und stecken dann praktisch hinten am Subwoofer das Ganze hier wieder ein und haben automatisch die komplette Signalversorgung in dem Moment schon erledigt. Jetzt kann man natürlich hier eine entsprechende Verlängerung mit reinmachen. Es liegt ja hier mit dabei. Auch alle Artikel, die ich euch jetzt hier vorstelle, findet ihr natürlich unten im Videobeschreibungstext. Und da könnt ihr euch das Ganze in Ruhe anschauen. Aber so würde das zum Teil auch funktionieren. Was heißt zum Teil? Der AAC.3 ist für uns immer die Empfehlung, weil er die beste Soundqualität bringt und mit dem Cinch-Kabel einfach optimal verbunden werden kann mit dem Subwoofer. Wir hier in unserem Fall brauchen diese ganze Anbindung hier gar nicht, weil wir haben ja bereits ein Nachrüst-Kenwood-Radio drin, wo ein Cinch-Ausgang für einen Subwoofer hat und wir verbinden das
mit dieser Cinch-Leitung komplett direkt. Falls ihr das noch nicht daheim habt, ein Torx-Schraubendreher-Kit oder ein Remover-Tool oder auch unser Durchzugsband, das gibt's alles bei uns natürlich im Webshop, könnt ihr euch dazu nehmen, falls ihr das noch nicht habt und es für sinnvoll empfindet. Ich zeige euch jetzt im Wesentlichen, nicht im Wesentlichen, sondern im Detail, was wir alles machen. Das ist nämlich gar nicht viel. Wir verlegen das Cinch-Kabel vom Autoradio bis zum Kofferraum in die Kofferraummulde rein und wir ziehen natürlich ein Stromkabel von der Batterie im Motorraum einmal komplett durch bis in den Kofferraum rein, um den Subwoofer zu betreiben. Und dann machen wir das gute Stück hier rein und wir machen noch einen Soundcheck. Um alles zu installieren, würde ich vorschlagen, präparieren wir mal das ganze Auto. Wir nehmen die Batterie vorne raus, weil da müssen wir das Kabel dahinter durchführen. Wir machen die Seitenschwellerverkleidungen weg, wir nehmen das Autoradio raus und auch die Kofferraumbodenplatte machen wir auch raus. Und dann können wir alles zusammen reinlegen. Batterie, Deckel weg und auch mal die Anschlüsse komplett lösen. So, Masse ist schon mal weg. Und plus auch alles auf die Seite tun. Und jetzt können wir da hinten drin, ganz unten, ist eine 13er Schraube und die können wir jetzt erstmal lösen. Wir können da auch ein bisschen da durchlangen, das geht tatsächlich, da kommt man ganz gut hin. So. Weil die verankert die Batterie. Okay, das ist diese Halterung. Jetzt können wir uns die ganze Batterie mal hier rauslupfen und auch die Verkleidungsteile hier entfernen. Das ist alles reingeklippt und reingesteckt. So. Ja. Da hinten müssen wir nachher hin, aber jetzt machen wir erstmal innen weiter. Egal ob Nachrüstradio oder Originalradio, die Blende wegmachen und abstecken und vier Schrauben lösen und Radio. Rausnehmen. Hier stecken wir uns nachher an der Cinch-Leitung hier mit an für den Subwoofer. Jetzt lösen wir die untere Fußraumverkleidung, also den Deckel hier oben. Das sind drei Schrauben unten drin, dann können wir die Platte rausnehmen. Und jetzt können wir die hier rausnehmen. Das brauchen wir gar nicht großartig abstecken. Wir können das so hängen lassen, da kommen wir optimal an alles dran. Schwellerverkleidung können wir hier unten mit dem Remover-Tool reinfahren und so langsam aber sicher nach hinten entklippen. Und das gleiche machen wir hinten genauso. Hinten müssen wir nur die Sitzbank nochmal nach oben ziehen, um da unten zwei Torx zu lösen. Die Polsterseitenwange müssen wir hier entfernen und lösen. Und jetzt können wir auch diese Seitenverkleidung hier abklippen, um den Deckel letzten Endes rauszunehmen. Jetzt müssen wir den Motorhaubenöffnerhebel, den müssen wir hier ein bisschen nach vorne ziehen, dann kann man mit dem Schraubenzieher da hinten reinfahren und die Platte lösen und jetzt auch nach vorne raushebeln. So, da haben wir ihn. Ich zeige euch das nochmal. Das Ding ist so drin. So, der verriegelt. Und wenn wir das entriegeln wollen, müssen wir da hinten reinfahren und diese Platte rausziehen. Und dann ist er entriegelt. Hier drunter befindet sich nochmal so eine Kunststoffschraube. Die kann man ganz easy lösen. Und jetzt können wir den Part hier unten rausnehmen. Halt. Genau, der Deckel muss hier raus, das muss hier weg. Und jetzt können wir den rausnehmen. Damit wir die Kabel simpel bis in die Reserveradmulde bekommen, lösen wir da drinnen nochmal zwei Schrauben. Die hier, dann können wir nämlich die ganze Platte nach oben rausziehen. So, jetzt können wir das nach oben entriegeln und das Ganze hier rausnehmen.
Das Reserverad muss ja jetzt weichen, um unseren großen Subwoofer hier zu installieren. Ich mag euch aber noch mal zeigen, was es für eine Alternative gäbe. Es gäbe nämlich jetzt noch unseren Drive 11 RA. Und das RA sagt, ins Reserverad kann man nämlich den Woofer tun. Der verschwindet dann gänzlich hier drinne und kann das Reserverad drin lassen. Und der macht natürlich zugegebenermaßen nicht so viel Bass wie unseren Woofer, den wir jetzt installieren. Aber er ist eine super Alternative, wenn man sagt, nein, nein, Reserverad muss unbedingt drin bleiben. Die Installation für den Woofer ist auch fast identisch, nur dass das Kabel nicht ganz so dick ist wie das, was wir jetzt reinziehen. Also keine Angst, es ist alles das Gleiche. Bei uns kommt aber das Reserverad raus. Dieses Teil, wenn drin ist, das machen wir auch raus, lässt sich ganz einfach entriegeln und wegmachen. Weil dahinter verbirgt sich jetzt unser neuer Massepunkt. Wir machen beide Teile hier mal auf und können jetzt mit so einem Winkel-Remover-Tool hier hinten reinfahren und die Platte hier so weit wegheben, dass wir nachher unsere Ringöse mit reinschrauben können. Was wir jetzt eigentlich auch gleich machen können, weil dann wäre das Thema schon mal erledigt. Das Kabel ziehen wir da hinten rum. So, gescheit festziehen. Unser Powerkabel, das legen wir bzw. ziehen wir mit unserem Durchzugsband jetzt vom Motorraum oder vom Innenraum in den Motorraum. Aber dazu müssen wir jetzt das Durchzugsband vom Motorraum erstmal in den Innenraum bringen. So Leute, das ist die Muffe. Hier können wir durch bis in den Motorraum rein, bis in den Innenraum. Ja. Hier kommt jetzt das Durchzugsband durch und jetzt brauchen wir es bloß noch hinkleben mit einem Isolierband, richtig straff, damit es nicht wegrutscht beim Durchziehen. Wer noch Silikonspray daheim hat, der kann das gerne noch mit benutzen und jetzt können wir das Ganze in den Motorraum ziehen. So, da haben wir unser Kabel. Und ich mache jetzt dabei hier mal einen Sicherungshalter dran. Da haben wir schon 1000 Videos drüber gemacht. Da brauchen wir, glaube ich, nichts mehr extra machen. Aber wir sehen uns gleich wieder, nachdem der Sicherungshalter dran ist. Den Sicherungshalter und die Ringöse ist ja jetzt hier bereits schon dran. Und jetzt können wir den Deckel hier aufmachen, entfernen. Und wir gehen jetzt direkt hier mit auf diesen Pol mit drauf. Den können wir aufdrehen, weil das ist die direkte Verbindung zum Pluspol der Batterie. Und jetzt können wir auch das Kabel hier unten durch nach oben ziehen. So, dadurch und hier mit drauf. Und das Ganze jetzt wieder verschrauben. So. Da haben wir übrigens jetzt eine 40 Ampere Sicherung drin und mit dem Kabelbinder können wir das jetzt hier mit dran befestigen. Dann schlottert da nichts in der Gegend rum. Können wir den Deckel wieder drauf machen. Und die Batterie auch wieder einsetzen. Batterie wieder komplett einbaut, Massepol bitte erst anschließen, wenn der Rest alles angeschlossen ist. Das ist also der letzte Act. Das Stromkabel können wir jetzt ganz sachte unter den Teppich legen. Und ich sehe gerade, hier ist mal irgendwann was nachgerüstet worden von irgendjemandem. Das ist eh nicht so glücklich. Das legen wir ebenfalls mit unter den Teppich. Legen wir es gleich ganz unter den Teppich und zwar unter den hier. So. Hier drunter unter den Teppich bis erstmal unter den Rücksitz und unter dem Rücksitz können wir durchlangen und das Kabel hinten wieder entgegennehmen. Und jetzt können wir das Kabel hier drinnen abnehmen und das können wir jetzt neben hier drunter einführen und bis ganz hinten rein. Da ist so eine kleine Kuhle, da können wir hinten durchgehen und das Kabel hier mit dem Massekabel jetzt zum Subwoofer führen. Durch das, dass wir jetzt hier unten das Verkleidungsteil wegmontiert haben, können wir jetzt das Kabel, also unser Cinch-Kabel und das Remote-Kabel, das blaue, sehr einfach hier hinten runterlegen und schauen, dass es überall befestigt ist mit dem Kabelbinder und legen das Kabel
bis hinter zum Subwoofer, genauso wie wir das Powerkabel gerade reingelegt haben. Ihr müsst es ja nicht zusammen machen, sondern einfach ein bisschen locker reinlegen in den Teppich. Und wir haben jetzt an der Stelle nur noch den Subwoofer anzuschließen. Das sind in dem Fall die unteren zwei Ausgänge. Das sind spezielle Ausgänge, die nur für den Subwoofer auch bestimmt sind. Und was wir jetzt noch haben, ist unsere Remote-Leitung. Die Remote-Leitung brauchen wir in dem Fall, weil der Subwoofer ja nur dann anschalten soll, wenn wir das Autoradio anschalten, weil sonst gibt es ja keinen Sinn. Und dafür haben wir dann dieses blaue Antenna-Connector. Manchmal steht Remote drauf. Das ist unser Kabel, das schaltet separat Sachen an. Genauso wie wir es an dem Autoradio schon gebraucht haben. Ein Splitter für den DAB-Empfang. Der hat auch eine kleine Stromversorgung und den haben wir ebenfalls mit da drauf geklemmt. Das heißt, was wir jetzt machen, wir nehmen nochmal eine Quetschverbindung, quetschen jetzt zwei Kabel in eine Öse rein und haben dann praktisch beide so zum Zusammenstecken. Mit dem Isolierband binde ich jetzt noch die Kabel ein bisschen zusammen, damit die schick ausschauen. Und dann lege ich die Kabel, wie besprochen, nach hinten. Und wir sehen uns gleich hinten im Kofferraum, wenn wir den Woofer anschließen. Jetzt haben wir alle Kabel hinten. Und kurz nochmal zu der Remote, also zu der Fernbedienung. Die braucht ihr ja nur, wenn ihr ein originales VW-Radio drin habt und keine separate Subwoofer-Steuerung am Autoradio, wie wir das jetzt über unsere Cinch-Ausgänge haben. Das heißt, damit könnt ihr dann halt natürlich, wenn ihr ein Originalradio habt, die Fernbedienung irgendwo bei euch in so einem kleinen Fach vorne am Fahrersitz installieren, festmachen, das Kabel natürlich auch bis dahin legen und dann könnt ihr direkt von dort aus Einfluss auf den Subwoofer nehmen, den laut und leise machen. Den Stopper hier, den kann man rausmachen, der ist so geklippt. Dafür haben wir einen neuen. Den können wir wieder hier einklippen und mit unserer Gewindestange das Ganze hier vorfixieren und später mit Beilagscheibe und mit Mutter nach unten festschrauben. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie das von der Höhe her überhaupt hinhaut. Wir legen unseren Woofer mal rein. So. Und jetzt ist der natürlich noch ein bisschen zu hoch und jetzt könnten wir den entsprechend absägen und kürzen und anpassen. Dann machen wir den bis zu der zweiten Rille ein bisschen drüber nochmal kürzer. Den drehen wir jetzt so weit rein, bis das so weit drinne versenkt ist, dass nachher der Gummideckel hier drauf kann. Machen. Und jetzt haben wir die richtige Höhe. Jetzt können wir den Subwoofer plus und minus Remote anschließen, Cinch-Leitung einstecken und los geht's. Wir können jetzt auch das Kabel entsprechend gleichzeitig ablängen, also gleich ablängen. Die sind alle am gleichen Punkt. Und jetzt können wir gleich Ader-Endhülsen drauf machen, damit das alles sauber ist. Die Moosgummi-Pads können wir jetzt auch überall hier draufkleben, damit das sauber und vibrationsfrei aufliegt. Jetzt können wir den Woofer auch erstmal hier so anschließen. 12 Volt plus und einmal die Cinch-Leitung und hier haben wir jetzt auch gleich unsere Pegelregler. Den können wir in dem Fall tatsächlich, sagen wir mal, so drei Viertel aufdrehen. Halt, halt, Leute, jetzt habe ich euch das gerade so erklärt, wie wenn ihr denken könntet, man dreht das Gain grundsätzlich auf drei Viertel auf. Nein, bitte immer erst Linksanschlag, also kleinstes Gain und dann erstmal am Autoradio anhören, habe ich genügend Bass. Und wenn mir tatsächlich noch ein bisschen Bass fehlt, dann kann ich den langsam aber sicher aufdrehen bis zu dem Pegel, wo ich sage, da ist gut. Nicht immer gleich Vollgas aufdrehen. Wir machen hier den
Filter, den können wir auch, weil wir die Filterung direkt am Autoradio vornehmen, machen wir den Filter ganz auf, also so hoch wie möglich, weil runter können wir am Autoradio immer nur filtern. Wenn ich den aber hier schon zumache, dann kann ich am Autoradio so viel hochfiltern, wie ich will, dann kommt da nicht mehr mehr. Also bitte hier ganz auflassen. Und auch die Phase können wir hier bei 0 Grad lassen. Das kann man später mal, wenn man ein Originalradio drin hat und die Einstellmöglichkeiten nicht hat, wie wir sie am Autoradio haben, kann man hier ausprobieren, ob der Bass mit dem Frontsystem besser harmoniert, wenn man hier auf 0 Grad lässt oder einfach mal ausprobiert auf 180 Grad und sich die Sache erstmal anhört. Wir lassen das bei 0 Grad, weil auch das können wir am Autoradio einstellen. Und jetzt machen wir das ganze gute Stück fest. So. Das Rote mache ich jetzt nochmal komplett schwarz. Das schaut halt einfach besser aus. Kann jeder machen, wie er will. Leute, also geben wir es uns. Ich habe hier so ein schönes Tiefbasslied. Und ich habe jetzt den Subwoofer eigentlich auf 0 und fange den an aufzudrehen. So. Und jetzt mache ich lauter. Ganz langsam. Okay, jetzt kommt er gleich nochmal. Rückspiegel geht mit. Also der Woofer, der macht so viel Bass, das ist Wahnsinn. Also da muss man sich echt ein bisschen zurückhalten mit den Pegeln. Man kann ruhig weiter runterfahren, der schiebt einfach ganz brutal. Ich habe jetzt hier am Autoradio die Frequenz auf Low Pass 50 Hertz eingestellt. Das heißt, je höher ich gehe, umso mehr fängt er vielleicht auch ein bisschen zum Dröhnen an. Das kann jeder für sich selber ausprobieren. Und auch hier haben wir natürlich diese Einstellmöglichkeiten mit der Phase. Also einmal 0 Grad oder 180 Grad. Hört euch das an. Auf jeden Fall macht es eine mega Laune. Was soll ich jetzt dazu nur sagen, außer dass es mir Spaß gemacht hat, euch zu unterhalten mit Bass im Passat B7. Und wahrscheinlich kommen noch ganz viele andere Autos. Also bleibt dran an unserem Kanal, abonniert uns, klickt die Glocke und lasst einen Kommentar da. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.